Die Hauptlastenträger der Globalisierung schwimmen. 52.000 Frachtschiffe fahren auf den Weltenmeeren. Angetrieben werden sie mit Schweröl, einer zähen Paste, die beim Verbrennen unter anderem Unmengen Ruß und Schwefel freisetzt. Davon könnte man aber 10-20% einsparen, wenn die Winde günstig stehen. Denn eine Hamburger Erfindung nutzt eine Energie, die schon immer zur Seefahrt gehörte und spart den Rädern damit Geld. Wenn das kein Antrieb ist, Daniel Satra. Der Neuling unter den Frachtschiffen. Heute früh hat er in Hamburg festgemacht. Noch sieht man dem 133 Meter langen Schiff seine Besonderheit nicht an. Doch der Mehrzweckfrachter hat Prominenz an die Elbe gelockt. Die Ehefrau des Bundespräsidenten, Eva-Luise Köhler, als Taufpatin. Und ich wünsche allzeit gute Fahrt und immer ein Handbreit Wasser unter dem Kiel. Kurz darauf wird klar, das Schiff hat Besonderes zu bieten. Ein gleitschirmähnlicher Zugdrachen am Bug des Frachters. Heute bei schwacher Brise ohne lange Leine. Der sogenannte Kite soll auf hoher See den Wind nutzen. Der Reeder will damit Treibstoff sparen. Wenn wir jetzt mit dem kleinen Kite anfangen, das sind rund 160 Quadratmeter, dann rechnen wir mit einer Einsparung von rund 20%. Das heißt, in Zahlen ausgedrückt, rund 1.600, 1.700 Dollar am Tag bei guten Winden. Erprobt wurde der Zugdrachen zuletzt an einem kleineren Schiff. Je nachdem, wie stark der Wind weht, wird das Segel gesetzt. Der Kapitän steuert den Drachen von der Brücke aus. Und wo Wind ist, wird weniger Sprit verbraucht. Das bedeutet auch weniger Abgase. Immerhin, so rechnen Experten, ist die weltweite Schifffahrt für 4-5% aller CO2-Emissionen verantwortlich. Das Skysail, also auch eine Erfindung mit ökologischem Potenzial. Wir können, wenn die Windkraft weltweit angewendet wird, um Schiffe anzutreiben, bis zu 150 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Das sind 17% von dem, was die Bundesrepublik Deutschland emittiert pro Jahr. Je mehr Wind, desto effizienter soll der Zugdrachen sein. Doch Schifffahrtsexperten sehen Grenzen für die neue Antriebstechnologie. Das funktioniert eben halt nur bei langsamen Schiffen, weil halt die Relativgeschwindigkeit zwischen Wind und Schiff halt doch erheblich sein muss, damit der Drachen überhaupt zieht. Das ist meiner Meinung nach völlig undenkbar, dass man damit ein großes Containerschiff antreiben kann, auch nur als Hilfsbesegelung, der 26 Knoten läuft. Das geht einfach nicht. Die Beluga Skysails ist mit 16 Knoten deutlich langsamer als große Containerschiffe. Das könnte beim Spritsparen helfen auf der Jungfernfahrt nach Venezuela, wenn genug Wind weht.